Herzlich willkommen in meinem Wohnzimmer. Gibt es etwas, was Maria Prian aufhalten kann? Ein gebrochener Fuß und ein Rollstuhl auf jeden Fall nicht. Einige von euch haben gefragt, wie es ihr geht und was passiert ist. Das wird sie euch jetzt selber erzählen. Viel Freude dabei. Shalom, shalom. Ich grüße euch herzlichst aus Deutschland. Ich bin heute den zweiten Tag in Deutschland. Komme aus Paraguay, wo der Pastor Daniel Exler und ich 3 Wochen intensivst gedient haben. Noch nie hatte ich so eine Missionsreise, wo wir, ich glaube, in 20 Tagen 3000 Kilometer gereist sind und 45 Mal gesprochen haben. Aber der Herr hat Gnade geschenkt. Nur am vorletzten Tag der Abreise bin ich gestürzt. Und das war wirklich auch wieder ein Schubs von der Opposition und habe mir den linken Knöchel gebrochen. Oder besser das, nicht das Wadenbein, sondern das andere, das dünnere Bein, direkt drunter am Knöchel. Und habe jetzt einen Gips, aber ich konnte alle Termine mitmachen und habe keine einzige Predigt versäumt, die ich geben sollte. Allerdings im Rollstuhl, aber das macht nichts. Und habe dem Feind gesagt, er hat das Falsche angegriffen. Ich rede nicht mit meinen Beinen, sondern mit meinem Mund. Und der funktioniert noch. Und da durften mir wirklich Tausenden von Menschen helfen, in eine neue Freiheit zu führen in ihrer Beziehung zu Jesus Christus. Denn Herr Jesus Christus sagt, keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Und so wird auch dieses Bein mir jetzt nicht schaden, sondern ich genieße so viel Liebe und so viel Fürsorge und so viel Geborgenheit von meinen Geschwistern, jetzt besonders von der Monika. Und der Herr sagt, wir sollen alle Zeit für alles danken. Ich habe Danke gesagt, verstehen tue ich es noch nicht ganz, aber es ist mir keine Last. Danke für eure Gebete. Ich vertraue, dass ihr bald wieder springen und laufen und hüpfen und vor allem mein Jugendtraum sich erfüllt, dass ich von 10 Uhr bis 11 Uhr abends Tennis spielen darf. Ohne Zuschauer, auch nicht für Pokale, sondern nur zum Spaß. Ihr Lieben, ich freue mich so sehr, dass es euch gibt und dass wir alle wissen, bald kommt Jesus Christus. Und wir werden uns in der ewigen Herrlichkeit wiedersehen, wenn wir Jesus aufgenommen haben als unseren Erlöser, als unseren Heiland. Wenn wir ihm Raum geben, denn die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Und jeder, der ihn aufnimmt, wird ewig gerettet werden. Und der Herr Jesus selber sagt, also in der Bibel, im Johannes-Evangelium, wer den Sohn hat, hat das Leben, wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und das ist meine tiefste Herzensnot, zu sehen, wie viele Menschen da noch nicht klar sind. Und da möchte ich noch, dass Gott mich verwendet, da kann er mich auf null reduzieren, da kann er mit mir machen, was er will, wie er will, wann er will, wo er will. Aber ich möchte noch Tausenden von Menschen, besonders jetzt auch mit der bald vollendeten Fernsehstation in Uganda, die ganz Afrika, Asien und Europa decken wird, noch vielen Menschen den Weg zeigen in die ewige Herrlichkeit. Denn wir haben nur 2 Möglichkeiten. Alle wissen wir, dass der Tod garantiert ist. Wo verbringen wir die Ewigkeit? Und ich möchte alle in der Herrlichkeit Gottes sehen, denn das ewige Leben ist ein Geschenk. Die Hölle verdienen wir, aber die ewige Herrlichkeit ist ein Geschenk. Und da müssen wir demütig genug werden, zu wissen, ich brauche das stellvertretende Erlösungstod von Jesus Christus, der für mich bezahlt hat, damit ich freien Zugang habe zur ewigen Herrlichkeit für immer und immer und immer. Und dafür bete ich für dich. Der Herr segne dich und ermutige dich und stärke dich, denn Gott liebt dich und Gott hat dich auf diese Erde gestellt, um ein Stellvertreter an Christi statt zu sein, ein Botschafter des Reiches, des Königs aller Könige, des Reiches Gottes. Ich liebe dich in der Liebe Jesu. Shalom, shalom.